Hallöchen Leute, willkommen zurück zur 38. Episode von meinem Let's Play Alien Isolation. Ich bin Davy und natürlich durch alle neuen Abonnenten, alle neuen Zuschauer und treue Zuschauer zu diesem Let's Play begrüßen. Der gute Samuels ist tot, er hat sich geopfert, dass wir endlich mit Apollo Kontakt aufnehmen können und endlich auch einigermaßen einen Schlussstrich ziehen können über die ganze Situation her gesehen, was unsere Mutter angeht. Ich bin mal gespannt. Oh, okay, Bolzenschneider-Munition, interessant. Ich bin mal gespannt, ob wirklich Amanda es schaffen tut, einen Schlussstrich wirklich zu ziehen, über die ganze Situation gesehen. Wir müssen es genau jetzt anschauen. Vielleicht schafft sie es, vielleicht schafft sie es eher nicht. Es ist halt eher ja eine traurige Situation. Oh, was geht hier ab? Tür verschlossen. Ah, benutzen wir mal den Zufallsgenerator, hä? Unser guter Generator. Hallo, wo ist das Signal? Hä? Ah, da. Da ist es. Eins, das, dann das da und das da. Wunderbar. Sehr schön. Was gibt's hier Schönes? Es ist nämlich sehr beleuchtet. Revolver-Muni ist doch immer sehr gut. So, was haben wir hier noch? Sensor und ein Ausweiskarte. Sehr schön. Was haben wir hier noch? Davon haben wir auch genug. Aber rein theoretisch wäre es halt sinnvoller gewesen, wenn sie einen Elektroschocker-Muni gefunden hätten. So. Wie sieht's eigentlich aus? Wir sind sehr, es ist sehr, sehr ruhig hier. Was mich sehr, sehr wundert. Ah, das wäre die Abkürzung gewesen. Ja, das war die Abkürzung. Oder? Wenn ich mich jetzt nicht irren tue. Ja, das war die Abkürzung. Gut, dann gehen wir jetzt wieder hier. Wir haben ja die anderen Räume jetzt gesehen. Und jetzt schauen wir mal, wo ist unser Weg da hinten hin. Okay, gut, gut. So. Hoffen wir mal, dass wir Androiden los sind. Oh, da bewegt sich irgendwas. Auf unsere Richtung zu. Hallo. Weißt du was? Halt die Gosch. So, wir machen es jetzt ganz einfach. So. Bum, 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 bam. Zack. Da haben wir nämlich mal ein bisschen Muni gespart. Auch wenn es jetzt eine unnötige Mine war. Für eine nur, aber lieber benutze ich mehrere Minen und kann ja wieder basteln. Oh, okay, das ist Blut, hab schon gedacht. Das ist Androidenblut. So. So, gut, abspeichern. So, aber wir... Ah, nein, 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 nein. Nein, ich will nicht abspeichern. Sehr schön, weil ich will noch nicht abspeichern. Weil ich bastel lieber noch eine Mine gleich schnell. Weil was wir noch finden tun... Oh, dann haben wir alles zusammen. Sehr schön. Weil was wir dann finden, ist optimal. So, sehr schön. Gut. Weil ich glaube, diese Minen werden wir öfters jetzt brauchen. Ach, guckt mal, da ist ein Grafikfehler dahinter. Seht ihr das? An, aus, an, aus, an, aus. Naja, gut. Dann geht's jetzt weiter. So, das haben wir ja gehört. Bindemittel, sehr schön. Da ist schon mal ein Teil, wo wir mitnehmen können wieder. Und wir haben unsere Ruhe erstmal. Sehr schön. Ich habe hier gerade was gefunden, eine Tonaufnahme. Das müssen Sie sich anhören. Okay. Spielen Sie sie ab, Ricardo. Wir sind nah, oder? Ja. Ich bin Taylor, Sektorleiterin Wayland Yutani. Oh, eins von den hohen Tieren, hm? Nicht einfach irgendein Mädel mit Trennungstrauma? Halten Sie Ripley hier raus. Sie will nur endlich mit der Sache abschließen. Ich kümmere mich um Wayland-Yutani-Angelegenheiten. Und ich kümmere mich darum, aus dieser verdammten Zelle zu kommen. Vielleicht können wir einen Tausch machen. Vielleicht. Dieses Gespräch wird aufgezeichnet. Das ist Ihnen klar? Habe ich gesehen. Das rote Licht blinkt. Ich brauche Daten. Die Koordinaten des Planetoiden, auf dem Sie das Wrack gefunden haben. Alles, was Sie bezüglich des Ursprungs des Organismus haben. Die kann ich Ihnen geben.
und einen Weg runter von dieser Station. Sie müssen mich nur hier rauslassen. Dem kann ich möglicherweise zustimmen. Was zum Teufel? Taylor, lassen Sie mich aus dieser Zelle raus, sofort! Lassen Sie mich raus! Interessant. Ich hab's gehört. Sehr interessant. Taylor hat Marlo aus der Zelle rausgelassen. Und Taylor arbeitet für die Firma, für Wayland. Dieses kleine Miststück. Dieses verdammte kleine Miststück. Für die Firma. Wir wissen ganz genau, wer Wayland ist. Wer die Filme kennt, weiß ganz genau, was für Drecksäcke diese Firma ist. Apollo Privattransit verfügbar. Hier einsteigen für Apollo Kern. Ja, da werden wir uns jetzt auch hinbewegen. Aber es interessiert mich trotzdem eine Situation. Okay, was heißt der Typ, der schaut immer noch. So, gut, dann rufen wir mal den Transit. Okay, welcher ist es? Der rechte, oder? Nee, das ist scheißegal, glaube ich. Wir können beide rufen, glaube ich. Irgendeiner wird eh kommen. So. Gut. Haben wir mal die MP-Mine da bereit. Halten und platzieren. Aha, das kann man auch machen. Interessant, feuern. Interessant, interessant, was man mit so einem Minen machen kann. Jetzt gucke ich mal, was kann man mit einem Molotow machen. Rohrbombe, Rohrbombe, Rohrbombe. Hallo, wo bleibst du? Molotow-Cocktail. So, die Wartezeit uns ein bisschen versüßt. Mit verschiedenen spastischen Aktionen von mir. So, bist du da? Endlich. So, wir haben unsere Ruhe. Es wundert mich, dass kein Schwanz da ist. Und dieser da, der sich null bewegt. Das wundert mich am meisten. Wirklich. So, eine Sprengkapsel kann ich nicht mitnehmen. Ich glaube, da war noch was unten, oder? Ne, doch nicht. Gut, dann gehen wir zum Transit. Zum Transit. Ja, Transit. Auf, ja, ich komm schon. Transit ist gerufen. Ab zum Apollo-Kern. Synthetic Solution. Gehen Sie zum Apollo-Kern. Erlangen Sie direkten Zugriff auf den Apollo-Kern. Dieser gesamte Bereich enthält Apollos Stützsystem und KI. Der Kern ist in der Mitte. Apollo hat Samuels davon abgehalten, die Abriegelung ferngesteuert aufzuheben. Aber sobald sie drin sind, wird Apollo dank Samuels zumindest mit ihnen sprechen. Okay. Oh, looten! Looten, looten. Oh, die Musik wird auch anders da. Ausweiskarte, Schrott natürlich mitnehmen. Alles, was nur geht, mitnehmen. So, haben wir wieder? Nein, wir haben immer noch keinen Elektroschocker. Ich will Elektroschocker-Muni. Ich meine, klar kann ich die MP-Minen benutzen, das ist mir alles bewusst. Hey, okay. Das ist egal, welchen Transit wir genommen hätten. So. Wo sind wir jetzt hier? So, mal die Karte anschauen. Ah, da hin müssen wir. So, was geht hier drin? Leuchtfackel, ja, davon haben wir genug. Ja, klar. Was ihr euch entschuldigen tut. So. Schusswaffen registriert. Das ist doch wohl ein Scherz. Legen Sie mal auf den Sicherheitsförderband an. Laber nicht. Ich darf meine Waffen platzieren. Apollo bedanken sich. Jede Wette. Laber nicht. Nichts mehr. Wir haben nichts mehr. Fuck you. Ist ja geil. Oh mein Gott. Jetzt öffnest du dich. Zugangsfahrstuhl zum Apollo-Kern offline. Primäre Apollo-Systeme gesperrt. Ricardo, der Zugang ist blockiert. Die Schaubilder von der Sevastopol-Verkaufsvorführung sollten hier irgendwo sein. Suchen Sie nach einer Hintertür. Aha.
Was haben wir hier? Ah. Okay, mal sehen. 4-9. Energieleiter, der an den 3-0. Apollo-Kern anknüpft. Den kann ich nutzen. Passen Sie da durch? Elektronik abschalten, tief durchatmen, zusammendrücken. Kinderspiel. Wenn Sie stecken bleiben, komme ich da nicht hoch, um Sie rauszuholen. Ja. Auf jeden Fall nehmen wir erstmal den Code 4-9-3-0. So. Sich an einen stromführenden Leiter anzukuschen, könnte wehtun, oder? Ich muss ihn zuerst abschalten. Da. Also heißt es erstmal da hinten hin. Okay. So. Okay, wohin? Obwohl ich. Hallo? Ah, den haben wir aber wenigstens noch. Sehr gut. Oh, wo gibt's hier? Was gibt's hier? Schrott, Zigaretten, was unnötig sind, weil rauchen können wir ja eh nicht in diesem Spiel. auch wenn Rauchen gesundheitsschädlich ist. Ich weiß, ich hab's oft genug wiederholt schon in diesem Let's Play, aber ich find's trotzdem immer wieder lustig, wie viel Zigaretten man hier findet. So. Oh, was war denn das? Was war denn das? So, da haben wir ein Abspielband. Ja, etwas stimmt nicht mit Ihren Syntheten. Das Team, das ich zum Ausschlachten des unteren Wohnbereiches beordert habe, hat plötzlich angehalten. Sie haben irgendwas von Gefahreneindämmungsbefehlen gefaselt, haben versucht, in die Kontrollkabine einzudringen und sind dann einfach abgehauen. Ich weiß, dass ich ständig Beschwerde über diese Unheimlichkeit. Ricardo, der Leiter ist vorübergehend offline. Aber diesmal ich habe den Apollo-Schaltplan vor. Sieht so aus, als könnten Sie über den Turbinenschachzug anhalten. Mit Ihrem Vorgesetzten Spedding. Da müsste irgendwo eine Notabschaltung in der Nähe sein. Aber sie wird nicht ewig abgeschaltet bleiben. Sie müssen schnell da rein. Das kommt mit besten Grüßen von mir. Sehr schön. Jetzt haben wir zwei Tonspuren auf einmal gehabt. Das war scheiße. Jetzt haben wir teilweise es verstanden. Ich habe es teilweise gerade verstanden. Ich muss... Wo muss ich hin? Da runter muss ich hin. Okay. Aber ich spiele das nochmal ab. Etwas stimmt nicht mit Ihren Syntheten. Das Team, das ich zum Ausschlachten des unteren Wohnbereiches beordert habe, hat plötzlich angehalten. Sie haben irgendwas von Gefahreneindämmungsbefehlen gefaselt, haben versucht, in die Kontrollkabine einzudringen und sind dann einfach abgehauen. Ich weiß, dass ich ständig Beschwerde über diese unheimlichen, glatzköpfigen Schweinehunde einlege, aber diesmal kann ich beweisen, dass die nicht richtig verkabelt sind. Ich habe morgen eine Verabredung mit Ihrem Vorgesetzten Spedding und ich werde ihm ordentlich den Marsch blasen. Mhm. Wenn er Ihnen dann den Marsch bläst, das kommt mit besten Grüßen von mir. Alles klar, besten Grüßen, Finger in Po Mexiko. Alles klärchen. Habe ich jetzt ja gedrückt? Nein, habe ich nicht. Ach, Mensch, ich nutze nicht meinen besten Freund, das ist doch unfassbar. Jetzt aber. So. Weiter geht's. Oh. Cool, wo sind wir jetzt hier? So, welche Richtung muss ich? Da vorne kann ich nicht rein. Und da müssen wir rein, glaube ich. So, erstmal gehe ich die Kürzen hier rein. Ah, interessant. Was haben wir hier alles? Was gibt's hier? Da gibt's auch einen Monitor. Leuchtfackel brauchen wir nicht. Gut, dann benutzen wir mal den Terminal. Was kann uns das Terminal so Wunderbares erzählen, ne? So, Apollo Verkaufsinformation, Apollo Informationsblatt, warum sie sich für ein Apollo-System für ihre Weltraum-Orbitalstation entscheiden sollten. Selbstregulierung, Android-Wartung, Sicherheit durch das Entfernen von Syntheten, Selbstbestimmungen, klar, Androiden, ja klar, verzögerungsfreie Kommunikation, keine Interferenzen, blitzschnelle Datenübertragung auf der Station, zuverlässig, leistungsstark, selbst erhaltet, ein echtes Sexson-Produkt. Klar, freigeben gibt's auch hier nichts. Da ist ein Fehler, okay, und da ist auch ein Fehler. Ja. Klar, als ob man den Scheißdreck so vertrauen kann. So, und hier gibt's sonst wirklich nichts. Mal runter gucken, nee, wirklich gar nichts, außer eine Leuchtfackel, die wir eigentlich nicht benötigen. Hallo, geh auf! So, gut, wo bewegt uns der Weg? Wo müssen wir hin? Okay. Interessanter ist das nächste. Schon, diesmal gibt es hier nichts zum Abspielen. Sehr gut.
Interessant. Das heißt, ich muss das jetzt benutzen. Er hieß ja, ich soll mich schnell beeilen danach, dass ich durch die Tür komme. Okay. Das werden wir mal machen. So. Da, da. Dann da, da. Und da, da. Und jetzt rennen, ne? Vermutlich mal. Turbine ist aus. Der Weg sollte jetzt frei sein. Beeilen Sie sich. Wenn Apollo-Systeme überhitzen, werden Sie neu starten. So, gut. Ist wunderbar. Das wird knapp. Viel Glück. Ripley, Sie gehen immer tiefer in Apollo und Ihr Funksignal wird schwächer. Die Verbindung wird bald abbrechen. Super. Drücken Sie mir einfach die Daumen, okay? Da unten werden so einige Hiwis auf Sie warten, Rip. Könnte gefährlich werden. Samuels hat sich geopfert, damit ich es hierher schaffe. Ich muss es versuchen. Ich fand ihn schon immer recht nett für einen Syntheten. Ich auch. Wow. Zu früh runtergefahren? Gute Frage. Nächste Frage. So, was haben wir hier? Sensor. Sensor mitnehmen. Sehr schön. Ah, Righteous. Okay. Da sind wir hier richtig, oder was? Sehr schön. Abspeichern. Wunderbar. Das klappt doch wie geschmiert. So, was haben wir hier noch? Schrott haben wir genug jetzt. So, das heißt, erstmal muss ich nach rechts. Ricardo, der Haupteingang ist versperrt. Irgendeine Idee, was ich jetzt machen soll? Ich kann Sie nicht hören, Ripley. Ihr Signal ist zu schwach. Ricardo? Verdammt. Falls Sie mich hören können, finden Sie einen anderen Weg, um Kontakt herzustellen. Etwas stimmt nicht mit meinem Hörer. Sauber. Da vorne war ein Android. Hey, eine Gasmaske. Sehr schön. Wunderbar. Aha. So, Dele. Schau mal noch mal hier an den PC einloggen. So, da gibt's nichts. Gefahrtung. Oh, verkauft. Okay. Apollo bietet Sie während der des folgenden Ereignisses um Geduld. Gefahreneindämmungsalarm. Derzeit auf Stufe Omega. Vielen Dank. Und? Fanning, etwas Verrücktes ist gerade passiert. Sevastopol ist vom Markt. Es gibt einen Käufer. Nur Wochen, bis der Laden komplett auseinandergenommen wird. Und auf einmal drehen die sich um 180 Grad. Nach all den endlosen Präsentationen und Touren sind die Verhandlungen wohl doch nicht auf Eis gelegt worden. Jemand im Firmenhauptquartier musste einfach nur mit den Fingern schnipsen. Wir haben soeben eine Bestätigungsnachricht erhalten und da Apollo gerade ein neues Betriebsregelwerk empfängt, ist der Vertrag wohl unter Dach und Fach. Kenntnis hier drüber nur auf Verwaltungsratsebene bei Bedarf, bis die Anteilsinhaber Bescheid wissen. Ziemliche Beförderung, wie? Ja, interessante Beförderung, ja. Klar. Warum nicht? Aha, okay, interessant, interessant. Da müssen wir auch dann bestimmt hin, aber ich habe gerade hier eine Karte gesehen. Nee, ein Ausweis ist es nochmal gewesen. Wo war der Ausweis? Da. Sehr schön, haben wir dann mitgenommen. Wunderbar. Und bevor wir hier jetzt weitermachen, gehe ich nochmal kurz abspeichern. Ladungspark. So, mach die Gasmaske drauf. Jetzt können wir auch mal giftige Neben... Räume begeben. Das ist auch sehr gut. So, abspeichern und ich werde auch hiermit bei der kleinen Spannung den Part beenden. Wir sehen uns morgen wieder bei Alien Isolation und dann begeben wir uns zum Apollo-Kern. Euer Davy. Tschüssi. Kowski.